Hallo zusammen, Meier3007 hier und herzlich willkommen zum 22. Adventskalendertürchen. Heute soll es um das Buch Räuberbier von Harald Schneider gehen. Es ist der mittlerweile fünfte Fall für Rainer Palzki. Kommissar Palzki besucht kurz nach Weihnachten seinen Freund Ferdinand Jäger in der Mannheimer Eichbaumbrauerei. Doch ganz so entspannt, wie er hofft, soll der Ausflug für Palzki nicht werden. Denn Jäger bittet ihn um Hilfe. In der Brauerei gehen seltsame Dinge vor. Schon mehrfach mussten ganze Chargen von Bier weggeschüttet werden, da es zu seltsamen Geschmacksveränderungen gekommen war. Viele im Unternehmen versuchen, das Ganze offensichtlich runterzuspielen und zu vertuschen. Was ist da los? Als Palzki das Brauereigelände verlassen will, fällt ihm einer der Mitarbeiter buchstäblich vor die Füße. Der junge Mann ist offenbar von einem der hohen Biertanks gestürzt. Was zunächst wie ein Selbstmord aussieht, entpuppt sich jedoch als Mord. Und wenig später wird in Mannheim auch noch ein Ortstod aufgefunden. Palzkis Chef Klaus Pierdiefenbach oder kurz KPD reißt beide Fälle an sich und so ist Palzki offen ganz offiziell mit den Ermittlungen betraut. In der Wohnung des Arztes werden mehrere Dosen Hopfenextrakte gefunden. Was hat das alles zu bedeuten? Wie hängen denn die beiden Fälle zusammen, fragt sich Palzki. Er hat bald schon einen Verdacht und auch schon eine gute Ahnung, wer denn der Täter ist. Aber leider fehlen ihm die Beweise. Und so versucht er, gemeinsam mit seinem Erfinderfreund Schack, dem Täter eine Falle zu stellen. Ob es den beiden gelingt, was jetzt in der Brauerei vorgeht und wer genau der Täter ist, das dürft ihr selber lesen. Diese Spannung möchte ich euch nicht nehmen. Das Buch wieder mal ein klasse Palzki. Alle bekannten Gesichter sind wieder mit dabei. Eben Palzkis Chef KPD, Palzkis Kollegen, Erfinderfreund Schack, der Student Becker und auch der Notarzt Dr. Metzger ist natürlich wieder mit von der Partie. Über den konnte ich auch wieder einige Male schmunzeln. Mir hat das Buch wie gesagt sehr gut gefallen und darum gibt es 4 von 5 möglichen Sternen für das Räuberbier. Ich finde auch das Cover richtig schön gemacht. Passt perfekt zum Titel. Allen Palzki-Fans kann ich nur sagen, holt euch dieses Buch. Mit dem Teil des Videos war es das jetzt und an der Krippe sehen wir uns alle dann gleich wieder. So, zum 22. Mal nun an der Weihnachtskrippe. Heute ist das letzte Schaf in der Szenerie noch eingezogen. Und was dann morgen zum vorletzten Türchen für ein Video kommt, da lasst euch einfach mal überraschen. Also bis morgen, Meier3007.